Wiederschauen, Wiederschauen. Kommen wir bald wieder, David Ehre. Dankeschön, die Damen gerne. Und Herren Sportler. Wir haben uns auch bald wieder. Und nicht vergessen, wir haben nicht nur am Samstag offen, sondern auch unter der Woche. Wiedersehen. Die ganze Woche? Nicht die ganze Woche. Wiedersehen. Wiederschauen. Was ein Sonntag, da haben wir nämlich Ruhetag, den brauchen wir ja auch einmal. Natürlich. Alles dann, Wiederschauen. Kommt kurz zu Hause, bringt das nächste Mal den Fake-Club auch noch mit. Machen wir. Da haben wir einen Riesenhit. Halt! Wem gehört das Pfand in meiner Hand? Das ist meine. Ihnen, Fräulein, aufpassen, das ist ein Sportgerät, ist ja teuer. Danke. Wiederschauen, Havidere. Wow. Weg ist der ganze Schub. Das waren Tischtennisspieler, Frau Chefin. Die trainieren da irgendwo in der Nähe bei einem Club. Aber die Mölcheisen haben es verdruckt. Verputzt die kleine Tischtennisballon. Ein Wahnsinn. Das war ja nämlich ein hartes Service meinerseits. Mit viel Fetten, wissen Sie? Was ist Fetten? Ja, Fetten ist ein Ausdruck beim Tischtennisspielen. Wenn man den Ball mit einer Fetten anschneidet, springt er so übers Netz vom Gegner, dass er unhaltbar wird. Aber das haben sie alles hingenommen. 21:0. Für den brutal verwirrenden Silvio. Na, hoffentlich kommen sie bald wieder her. Jetzt sind sie wenigstens draußen bei der Tür. Und wir sind wieder unter sich. Unter uns, heißt es. Wieso unter uns? Na, unter uns. Na ja, Sie habe ich ja gar nicht gemeint, Herr Doktor. Na, zur Frau Chefin habe ich gesagt, dass wir unter sich sind. Na, warum tue ich mir das an? Was meint er? Das stört mich jeden Tag immer mehr und mehr und mehr. Was denn? Wir sind hier, lieber Silvio, ein seriöses Kaffeehaus. Ja, also wir bemühen uns zumindest, ein solches zu sein, aber deine Sprache, nein, das geht nicht. Also ich meine, das ist ja wie wenn du aus, also ich meine, ich will jetzt keinen Außenbezirk beleidigen, aber das ist ja, du musst vornehm sprechen, verstehst du? Schönbrunn. Nicht Kaisermühlen. So also bitte, Frau Chefin, ihr werdet doch eh schon viel gespreizter als zu Hause. Was soll ich noch alles machen, bitte? Lernen sollst du. Dann nimm dir ein Beispiel an den Pavel zum Beispiel, der kommt eh grad. Der Pavel geht in eine Volkshochschule Deutsch lernen. Mautzter miteinander. Mautzter. Na, der Herr Pavel hofft halt auf die Art und Weise, schneller zu einer Staatsbürgerschaft zu kommen. Aber die hab ich schon. Es ist Feen. Ich schwitze. Feen ist ausgebrochen, liebe reizende Blume, voll Duft und Wohlgerichen, Stern und Wonne meiner Augen. Na, siehst du das? Dann nimm dir ein Beispiel. Ich bin ja nicht der Goethe. Das ist auch nicht von Goethe. Nein, junger Mann, das ist von einer gewissen Karl May, ist das nicht wahr? Ach so. Nämlich ein, darf ich mal Moment, ich weiß nicht, erklären, Doktor. Ein Bekannter von mir in der Billetterie, also auf, was war das, Billetterie-Senior, im Burgtheater, in der Billetterie vom Burgtheater, der Bekannte hat mir gesagt, ich soll viel lesen. Bei Lesen, dann tut sich auf jeden Fall die Sprache besser herausentwickeln. Und wenn ich viel lese, nicht wahr? Und nachdem er, der Billetter, mein Kollege, nachdem er eigentlich nur Dings hat, nur Karl-May-Bücher, 70 Stück. Also hat er mir eins gebaut, da bin ich schon durch. Durch die Wiese bin ich schon durch. Jetzt, da weiß ich was. Was? Hachi Halef, Omar Ben Hachi Abul Abbas Ibn Hachi Davud Al-Ghassara. Das werde ich mir mein Lebtag nicht merken. Hachi Halef, Omar Ben Hachi Abul Abbas Ibn Hachi Davud Al-Ghassara. Ja, das merkt man. Jetzt, der kann's auch. Also durch die Wiese bin ich schon durch. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann werden so die deutschnationalen Brocken aus mir nur so herausfliegen. Also ich werde so gut sprechen und auch ausländische Sprachen werde ich sprechen. Nicht nur Deutsch und Tschechisch und Slowakisch und Ungarisch. Ich werde auch Arabisch kennen und Indianisch. Das werde ich euch dann alle miteinander lernen. Na, das werde ich euch lernen. Also bitte. Heißt das? Das kann ich euch lernen, klingt auch blöd. Entschuldigung, ich muss es sagen. Also ich kann nur das sagen, was mein Vater immer gesagt hat und mich gelehrt hat. Gelehrt hat. Aber wenn zwei Bäume miteinander braten, dann wird sie bald rennen. Ja, danke. Danke vielmals, Herr Doktor. Danke für Ihre sehr große Hilfe. Eine Frage, ringt sie jetzt schon? Noch nicht, aber bald. Die Wolken ziehen sich eh schon zusammen. Ja, es wird sich gleich mehr zusammenziehen, wenn Sie mich immer so anstecken werden. Herzlich. Der Herr Doktor hat nämlich heute einen sehr gestörten Biorhythmus, weißt du? Na ja, hast du einen Wunsch, Pavel? Ja, ich habe einen Wunsch, aber es ist ein Geheimnis. Aha, geht. Silvio, mach einen Sprung in den Keller hinunter, ja? Holst mir einen Sackel vom feinen Mehl herauf, ja? Kannst du ruhig
Aber soll Zeit lassen. Bitte. Ja, wir sind ja jetzt eh keine Gäste mehr da. Liebliche Blume voller Duft und Wohlgeruch. No? Er hat schon gelernt. Er hat schon gelernt. Da lerne lieber kein Chinesisch. Scheiter Bub ist das. Also, Pavel, na komm, sag, was sie ist. Ich brauche. Ich brauche. Sitz. Ich brauche deinen Rat. Ja. Aber es muss ein Geheimnis bleiben. Geheimnis, das klingt ja, da kriegt man ja direkt eine Angst. Du erinnerst dich doch an diese Annonce, was ich habe aufgeben wollen? Dieses bin einsam, aber gut erhalten. Das ist aber ja schon so lang her. Das gilt doch schon gar nichts mehr. Wieso? Ich bin doch noch immer gut erhalten, ne? Das schon. Aber ja. Bist einsam, ne? Einsam bin ich. Und deswegen habe ich ja die Annonce aufgegeben. Weißt du, ich wollte sie vor Weihnachten nicht aufgeben, die Annonce, weil das kostet ja nur Geld. Nicht? Man gibt die Annonce auf, lernt jemand kennen, dann kostet das ein, wie soll man sagen, ein Weihnachtsgeschenk und am Silvester, spätestens am Aschermittwoch, ist die schon wieder weg. Na, wartet mal. Aber jetzt kommt der Frühling. Jetzt fängt es an, so ein bisschen zu tauen. Fähne schon heute. Ich schwitze so. Kopf weg. Gerade haben wir am Telefon gesagt, Kopf weg. Ja. Also, ich habe auf jeden Fall, wo jetzt der Frühling kommt, die Annonce aufgegeben. Na, das ist, was jetzt? Naja, natürlich. Okay. Und zwei Anrufe habe ich bekommen. Zwei Telefonate. Zwei gleich? Ja, habe sie hierher bestellt, die Herrschaftinnen. Da hast du sie hergestellt. Und deswegen bin ich gekommen und habe gedacht, du schaust dir die Damen an, welche dir sympathischer ist, die nehme ich. Ich muss die Damen doch nicht heiraten. Naja, ich auch nicht. Ich muss nicht. Ich will auch gar nicht. Außer, ich werde. Wie soll man sagen, ich werde voll gefühlt, so deppert, dass ich muss. Ne? Und wir haben ein Zeichen ausgemacht, eine rosa-rote Rose, als Erkennungszeichen. Daran muss ich sie erkennen, das ist aber nicht sehr originell. Nee, mir ist nichts anderes eingefallen, weißt du. So im Laufe der Begebenheiten wird das alles klarer, aber es ist mir nichts anderes eingefallen. Und rote Rosen, ich habe nicht gewusst, welche Blumen jetzt blühen? Jetzt? Was blühen jetzt? Na, höchstens Nelken, glaube ich. Nelken ist mehr für einen Parteitag, ne? Also die Rose Wo hast du deine Rose? Na, aber das Plastik, vom Burgtheater, Plastik. Aber da sieht sie doch niemand. Na, natürlich, ich schaue mir die Dame an, wie es mir nicht gefällt. Mach ich nicht so, sag ich's nicht her. Du bist aber ein Spitzbub, bist du ein Schlitzohr? Schlitzohr! Ja. Schwitzohr. Ein Schwitzohr. Weißt du, hör zu. Ein Spitzohr. Ich weiß nicht. Nein, du, pass auf. Ich bin so aufgeregt. Du musst mir was Niederschlagendes bringen. Was nicht? Na, vielleicht ein Sodawasser? Ich weiß nicht. Vielleicht besser ein Hammer. Jetzt Frau Oti. Frau Oti. Frau Oti. Wenn in diesem Lokal heute noch irgendwann einmal was serviert wird, hätte ich gern einen kleinen schwarzen. Bitte sehr, kommt sofort. Und möchten Sie, also außer einem Glas Wasser, noch irgendwas dazu? Ja, haben Sie irgendwas Frisches? Ja, was Frisches. Da hätten wir ganz frische Nussbeigeln. Die sind noch im... Jesus Maria. Jesus, die sind im Rohr. Na, da muss ich eigentlich gleich die Feuerwehr holen. Ich weiß nicht. Na, sehen Sie, das kommt vom Trotschen. Ich habe immer gesagt, in dem Lokal gehört eine Tafel her, wie in der Straßenbahn. Während der Fahrt ist das Reden mit dem Wagenführer verboten. Und da gehört her, es ist verboten mit der Frau Kohn, die Titormeister, die soll man nicht von der Arbeit abhalten. Ja? Ja. Soll man nicht abhalten. Und warum soll man sie nicht abhalten? Na ja, damit nicht alles anbrennt im Ofen. Ja, alles anbrennt. Aber auf sowas Logisches kommt ihr ja gar nicht. Natürlich kommen wir nicht drauf. Sie sind nicht sensibel genug, sag ich Ihnen. Sie sind nicht sensibel. Ja. Ich bin ein sensibler. Nein, was? Guten Abend. Fremde Leute reinkommen die ganze Zeit. Und dann hat man mit einer Kundschaft ein bisschen geredet, kommt da durch. Muss schon. Entschuldigen. Warten Sie bitte auf jemanden. Ja, sicher? Ja. Ich habe nicht gehofft, gnädige Frau, wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht gehofft, sozusagen
Sowas, nur bitte jetzt nicht. Was haben nicht Sie flüchten, denn? Nicht flüchten, bitte. Warum sollte ich denn flüchten? Naja, kenne ich Sie denn? Nein, ich freue mich, also ich weiß gar nicht, ob ich mich so freuen darf. Ich mich ja, freuen. Worüber denn? Weil ich Sie nicht kenne. Nein, weil es hat keinen Sinn, wenn ich mich Ihnen vorstelle. Sie kennen den Namen, kennen Sie... Ja, das glaube ich ganz auch. Ganz bestimmt nicht, aber... Dass das keinen Sinn hat. Vielleicht hat es mehr Sinn, wenn ich Ihnen sage... Gut erhalten. Ich bin einsam. Sagt mir auch nichts. Sagt Ihnen nichts, ja. Naja, ist ja kein Wunder. Schauen Sie mir. Sie sind so jung, sind Sie neben mir. Es tröstet, alles ist relativ. Alles ist relativ. Es ist wie eine Fata Morgana, diese Rose, die was von mir aufgegangen ist, auf was? Ihrem Kostüm. Ah, Sie sind aus Tschechien, ne? Ja. Stört Sie das? Nein. Nein, bitte, aber ich tue jetzt schon das Studium in Deutsch, tue ich schon. Und wenn ich das fertig habe, das Studium, da wird es aus mir nur so heraussprudeln in deutscher Sprache. Ihr Akzent stört mich nicht. Wenn ich nur wüsste, was Sie von mir wollen. Bitte. Entschuldigen Sie, ich weiß schon, dass ich ein... Fehler gemacht habe und es tut mir leid, ich möchte mich entschuldigen. Ja. Werden Sie jetzt gehen oder werden Sie jetzt bleiben? Ja, ich denke gar nicht daran zu gehen. Wenn aber Sie werden jetzt schön an Ihren Tisch zurückgehen. Ja, ich gehe zu meinem Tisch. Bitte. Ja, bitte. Ja, bitte gehen Sie jetzt. Bitte schön. Nein, danke. Ja, ich gehe. Verzeihen tausendmal, gnädige Frau, ja, es war ein Irrtum. Ja, ist schon gut, aber bitte gehen Sie jetzt. Ich möchte mich aber entschuldigen, wenn Sie mir gestatten. Ja, danke. Entschuldigen. Entschuldige. Ich entschuldige, ja. Danke. So, Pavel, hier ist dein niederschlagendes Getränk. Guten Abend, Frau Janik. Na, das gibt's ja nicht. Na, das darf doch nicht wahr sein, die Frau Silvia. Mein Gott, ja, aus welcher Versenkung kommen Sie denn heraus? Na, das ist ja mindestens ein Jahr ist das her, dass ja, Sie da mindestens. Waren. Mindestens. Aber in Ihrer Konditorei ist die Zeit stehen geblieben. Mein Gott, ich sehe Sie noch, wie Sie da sitzen mit dem Tommy. Wie er sie anschaut mit Augen, wie Blitzlichter, wie Wunderkerl. Ja. Na ja, da war er ja noch ein Bub. Na ja, ein Bub war er nicht gerade. Aber wenn Sie damit andeuten wollen, dass ich um einiges älter bin als er. Na ja, das ist auch dann alles ganz anders gekommen. Und die Dagmar passt mich sicher besser zu ihm, nicht? Na und Sie, geht's Ihnen auch gut? Oh ja, danke. Ich sitze nur so allein da, weil mich der Tommy versetzt hat. Nein. Ja, ich habe ihn um ein Treffen gebeten, aber er lässt mich warten. Oder er hat die Botschaft nicht empfangen. Na ja, also das glaube ich eher, weil der hätte doch eine Riesenfreude, wenn er wüsste, dass Sie auf Besuch kommen. Na ja, vielleicht schaue ich nachher noch hinauf in die Wohnung, schaue, ob er da ist. Entschuldigung, Frau Janik. Ist mein Giftkaffee vielleicht noch in Brasilien auf einer Kaffeestauden? Ja, aber soviel ich weiß, ist dort die Ernte schon längst beendet. Ja, entschuldigen Sie, aber ich habe jetzt vergessen im Zuge der Ereignisse. Aber ich werde sofort nach Kuba reiten und einen holen. Wieso nach Kuba? Da gibt's ja gar keinen Kaffee in Kuba. Na, aber den Zucker dazu. Also bitte. Bitte, lassen Sie das. Bleiben Sie doch. Verzeihen Sie, Frau, ehrlich gesagt, ich möchte mich wirklich nur entschuldigen. Das es ist ja schrecklich. Was ist denn? Sie an Ihrem Platz. Ich habe einen Palawatsch gemacht. Na bitte, was hat Ihnen denn der Pavel gemacht? Der Pavel Nemeczek heiße ich bitte. Wenn Sie mir gestatten, dass ich mich vorstelle. Ich habe... Aber Pavel, die Frau... So glaubt die Rose. Nein. Mein Gott, die Frau Silvia, ja, das möchte ja halt so passen, oh, das möchte mir schon passen. Ja? Aber ich habe mir schon gedacht, dass es nichts sein kann, nicht wahr? Aber wenn du mich der Dame vorstellst, damit ich das erkläre. Das ist doch unsere Frau Silvia, die so lang befreundet war mit unserem Tommy. Na ja, so lang auch wieder nicht, obwohl ein Jahr kann auch sehr lang sein. Also darf ich einander bekannt machen? Frau Janek, bitte würden Sie vielleicht das Telegramm an den Fidel Castro senden, dass ich heute noch zu meinem Café komme. Ja, bitte sofort. Es ist nämlich so, ich habe einen Palawatsch gemacht und diese Rose hat mich so
hab mich so, weil ich habe eine Inseraten auf. Haben Sie Feuer? Ne? Ja, ich habe Feuer. Ich bin aufgeregt. Ich bin nicht mehr der Jüngste, wie man so sagt, aber wie Sie sehen, Feuer. Feierig bin ich. Und das nächste Mal bringe ich mir meinen Kaffee selber mit. Das ist nur Wissen. Ja, Herr Doktor, Sie könnten sich auch selber vielleicht die Zeitungen abonnieren. Gut. Sag mal, Dagmar, weißt du, was Cocooning ist? Cocooning? Keine Ahnung. Eben. Solltest du aber wissen. Na, dann sag's mir vielleicht, damit ich mit deinem Wissensstand gleichziehen kann. Wenn es allerdings etwas ist, wobei du mich berühren musst, musst du warten, bis der Lack trocken ist. Na, mach mal so. Was stellst du dir unter Cocooning vor? Cocooning. Das klingt irgendwie nach Kuckuck. Und das ist der Vogel, der seine Eier in fremde Nester legt. Danke für den Biologieunterricht, aber das ist kalt, ganz kalt. Kalt. Mal bin ich wenigstens froh, dass wir damit kein Problem haben. Es klingt auch noch nach Kokon. Wird schon wärmer. Ja? Kokon ist jene Wolle, in die sich die Seidenraupe einspinnt. Biologie. Die Kandidatin hat 90 Punkte. Was habe ich gewonnen? Du nichts, aber ich. Nämlich die Erkenntnis, dass wir beide viel zu wenig Cocooning machen. Was die Nägel! So, die Nägel. Wenn du an erotischen Mangelerscheinungen leidest, dann wäre es besser, du beginnst mit einer Liebeserklärung, nicht mit einem Vorwurf. Okay. Werf dir doch nichts vor. Ich denke halt nur über uns beide nach. Oh je. Wenn du diesen Ton anschlägst, dann weiß ich, der Nachmittag ist gelaufen. Weißt du was? Wir werfen uns in lässige Fetzen, wenn mein Nagellack getrocknet ist, und gehen ins Bermuda-Dreieck, in ein nettes Lokal zu lustigen Leuten, die nicht über unsere Probleme nachdenken müssen. Hm? An sich recht gern, aber genau das ist Cocooning nicht. Was denn? Cocooning, was? Cocooning ist sich einspinnen in den eigenen vier Wänden. Einspinnen. Ja, einspinnen, wie zwei Seidenraupen. Die Umwelt aussperren und die Innenwelten miteinander verschmelzen lassen. Mhm. Herumsitzen, gammeln, schweigen, reden, verstehst du? Darf man dabei auch was süffeln und schnabulieren? Aber ja, das wird verlangt, wird das. Und wer richtet die Schnabulatur? Ich? Wir, je nach Lust und Laune, worauf wir gerade Appetit haben. Das klingt ja herrlich. Woher hast du das eigentlich mit dem Cocooning? Das hat mir der Zeitgeist geflüstert. Ach. Ja, ist ein neuer Trend, das steht da drin. Naja, sehr neu ist dein Trend aber nicht. Kannst dich noch erinnern, wie wir zusammengezogen sind? Da wollte ich immer zu Hause bleiben und herumgammeln und du wolltest ständig ausgehen. Mein Gott, da war ich halt so stolz, da wollte ich dich herzeigen überall. Aha, und jetzt? Naja, ich bin halt bald 27. Verstehe. Hast du gedacht, dass meine Schönheit ewig währt? Komm, sei nicht dumm. Ich bin genauso stolz wie vorher, aber na, jetzt will ich dich halt ein bisschen mehr für mich alleine haben. Du bist ja ohne dich so oft weg. Schau dich an, dass du heute da bist. Wo hättest du denn heute schon wieder sein sollen? Hongkong. Hongkong, wenn ich das schon höre. Und wem verdanke ich diesen glücklichen Umstand, dass du bei mir bist? Hä? Dem Schicksal. Der Flugleitung, ja, und einer Kollegin, die unbedingt für mich einspringen wollte. Ich bitte dich, Dagmar, hör auf mit diesen flatterhaften Bewegungen. Ich denke sonst noch, du fliegst weg, auch ohne Maschine, nur mit Flügelschlag. Keine Sorge, jetzt wo ich gerade Appetit auf Cocooning gekriegt habe. Wir zwei werden uns einspinnen. Wie zwei Seidenraupen. Ja, und na gut, einstweilen verspreche ich dir mal das. Alleine die Vorstellung daran regt mich fürchterlich aus. Weißt du was, ziehen wir uns was Bequemes. Also ich ziehe mir mal was Bequemes an. Und ich gehe ins Badezimmer und ich warne dich. Ich komme als halbseidene Raupe wieder. Wow. Pass auf, dass der Zeitgeist mit dir nicht durchgeht. Mm-hmm.
Ja, genau das ist Cocooning nicht. Ja, ich komme ja eh schon. Hallo, Tommy. Silvia. Ich hoffe, der Schreck hinterlässt keine bleibenden Folgen. Aber so unerwartet kann dir doch mein Besuch nicht sein, oder? Doch, doch. Oh ja, schon. Ich habe gar nicht gewusst, dass du... Also aber ich habe doch gestern in der Kanzlei... Also du bist doch noch beim Dr. Heidenreich, oder? Ja, seit Herbst wieder, ja. Ja, also ich habe gestern in der Kanzlei angerufen und da habe ich nur den Anrufbeantworter erwischt. Ja, weißt du, unsere Sekretärin ist ja, krank. Ja, und da habe ich auf Band gesprochen, dass ich dich heute unbedingt in der Konditorei um 17 Uhr treffen möchte. Und wenn du nicht kannst, dann sollst du es mir bitte sagen und anrufen. Ja, es tut mir leid. Du, ich war nicht in der Kanzlei. Hm? Ach so, deshalb bist du so erschrocken. Naja, wenn so ein altes Gespenst aus jüngster Vergangenheit so plötzlich in der Tür steht. Sag, muss ich die ganze Zeit in der Tür stehen bleiben? Nein, natürlich nicht. Danke. Entschuldige. Grüß dich, Tommy. Servus. Ja, tu wenigstens so, als ob du dich freust. Ich freue mich ja eh. Das ist nur so überraschend. Das ist gar nicht so lange her, dass wir hier zusammen gehaust haben. Hat sich ganz schön verändert. Mhm. Toll. Sag, hast du das Wohnzimmer auch renovieren lassen? Das ist nicht renoviert, das ist alles neu. Was? Ja. War auch dringend notwendig, habe ich dir damals schon gesagt. Naja, aber damals habe ich mir es noch nicht leisten können, nicht? Aber damals habe ich schon gewusst, dass du dich zum Establishment aufschwingen wirst. Naja. Ach, Tommylein, wenn ich dich so anschaue. Zu Kindern sagt man immer, jö, bist du aber groß geworden. Ja. Zeig mal das Wohnzimmer. Ja, natürlich. Ja. Der Dagmar, geht's dir gut? Ja, natürlich, ja. Aber verheiratet seid ihr noch nicht. Warum eigentlich nicht? Ja, du, das fragen wir uns manchmal selber. Und du, wie geht's dir? Du, ich habe vor 10 Minuten einen Heiratsantrag bekommen. Das ist eine andere Geschichte. Zeigst du mir jetzt das Wohnzimmer? Ja, natürlich. Geh weiter. Bitte. Wow! Das ist ja, also, das ist ja ein Palast gegen damals. Ja, du, na, da kenne ich mich überhaupt nicht mehr aus. Aber die Couch, die kommt mir schon bekannt vor, oder? Neu. Nein, die ist neu. Die ist völlig neu. Alles neu. Ist auch gut so. Naja, wenn sich die Besetzung ändert, sollte auch die Dekoration eine neue sein. Ja. Gefällt mir. Silvia, möchtest du mir nicht sagen, was du eigentlich willst? Oder muss ich mich vorsichtshalber gleich hinsetzen? Ah ja, hinsetzen wäre ganz gut. Ja, ich wollte dich nämlich um etwas bitten, ja, bitte, ob du mir da helfen kannst. Ja, ich muss es zugeben, es ist mir etwas peinlich. Peinlich? Ja. Hier ist sie, deine Seidenraupe. Ah, das ist mir neu, dass ich so heiße. Dagmar. Silvia, mir neu, dass du hier bist. Ja, das sind so die Überraschungen im Leben. Servus. Servus, dein Flugkapitän lässt dich auch grüßen. Ja, ich hätte ja eigentlich heute Nachmittag mit ihm wegfliegen sollen. Ja, eben. Was heißt da eben? Ah, du hast angenommen, ich bin nicht zu Hause. Ist ja sehr interessant. Und Dagmar, bevor da irgendein Missverständnis aufkommt, ich habe mich mit dem Tommy nicht hier in der Wohnung, sondern unten in der Konditorei verabredet. Hm? Mhm. Naja, ihr könnt euch verabreden, wo immer ihr wollt. Ich wusste nur nicht, dass ihr euch überhaupt trefft. Bitte beruhig dich, ja? Es ist das erste Mal. Du brauchst mich nicht beruhigen. Das muss ich dir sagen. Na gut. Naja, schön. So ein Problem habe ich auch, denn dein Flugkapitän, mit dem du in der Welt herumfliegst, das ist der Mann, mit dem ich zusammenlebe. Ja, mein Ex-Freund, ich weiß. Ja, du weißt es, ich weiß es auch. Täglich sehe ich nämlich deine Dias und Videos, die er mir vorführt von dir. Was? Was heißt Dias und Videos? Ja, zum Beispiel Königspalast von Bangkok. Im Vordergrund Dagmar. Victoria Peak von Hongkong. Vorne Dagmar, lachend. Susi Wong District mit Dagmar. Kaiserpalast von Tokio.
Überall. Ich kenne alle asiatischen Wahrzeichen, aber überall mit einer lachenden Dagmar im Vordergrund. Mein Gott, die Crew macht halt Ausflüge in der dienstfreien Zeit. Mhm. Also wirklich. Ja, ja, mehr oder weniger macht sie Ausflüge. Ich schätze eher weniger, denn die Crew besteht offensichtlich nur aus zwei Personen. Meinem Günther als Fotografen und dir als Modell. Also bitte jetzt hört's auf, euch da so gegenseitig anzukeifen. Wir kommen noch in Teufels Küche. Na, sind wir nicht bereits in Teufels Küche? Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe diesmal nicht angefangen. Bitte, ich verstehe das nicht ganz. Streitet ihr euch da jetzt um ein Ehrenreich oder um mich? Weil schon langsam komme ich mir blöd vor, wenn ich hier sitze. Na, besser du als ich. So gut, jetzt passt's mal auf. Vor 2 Jahren, da haben wir uns, wir vier, in aller Ruhe auseinanderdividiert. Nein, Moment. Wir zwei haben uns in aller Ruhe auseinanderdividiert. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Ich habe den Günther an dich übergeben und dort ist er noch, wie ich glaube. Und wenn uns die Flugleitung zusammenspannt, dann fliegen wir zwar gemeinsam, aber wir fliegen nicht aufeinander. Und wenn er ein Foto macht vom Königspalast in Hongkong, dann muss ich ja nicht aus dem Bild rennen. Ich stehe ja nicht nackt dort. Und wenn er mich fotografiert und ich lache auf diesem Bild, dann lache ich nicht über euch, sondern dann lache ich, weil es mir dort gefällt und weil die Welt interessant ist. Und wenn ihr ja, ist ja schon gut, Dagmar, ist schon gut. Silvia, ich würde dich jetzt bitten, du sagst dem Tommy, was auch immer ihm du sagen möchtest. Ich gehe einstweilen ins Badezimmer. Und wenn ich in Kürze nicht zurückkomme, dann sitze ich in einer Menge Badeschaum und mache dort Kokoning. Habe ich euch den Nachmittag verdorben. Tut mir wirklich leid. Jetzt bitte, Silvia, fang nicht du auch noch an zu heulen. Du, hast du irgendwo einen Spiegel? Ich muss mich ein bisschen... Ja, im Bad ist einer. Aber da würde ich jetzt nicht hingehen an deiner Stelle. Im Vorzimmer ist auch einer. Ja, danke dir. Bitte. Du, Tommy, was ist eigentlich Cocooning? Ah, das ist ein Spiel. Da wollen sich zwei Seitenraupen einspinnen, aber dann spinnt jede für sich alleine, weil sie sich in die Wolle kriegen und ich bleib über. Ich verstehe das nicht, warum das Zusammenleben von zwei Menschen so schwer ist, sogar wenn man sich gern hat. Naja, ich denke mir auch immer, je mehr Liebe, desto komplizierter wird es. Hätten doch ausgehen sollen. Cocooning. So, bitte sehr, die Dame. Ein Nussbeigel, eine Melange. Der heißt? Das Nussbeigel, ja, natürlich. Das kommt direkt aus dem Ofen heraus. Und die Melange? Das Wichtigste an meinem Kaffee ist, dass er heiß ist. Kalter Kaffee, das hasse ich. Aha. Im 18. Bezirk, da wo ich herkomme, da gibt es 12 Kaffeehäuser, wo ich auf keinen Fall mehr hingehe. 12 Kaffeehäuser und ich gehe nicht mehr hin. Bei mir muss der Kaffee heiß sein oder gar nicht. Also, ist er heiß? Ja, also... Bis jetzt schon. Naja, auch wieder nicht so heiß, dass man sich den Mund verbrennt. Das mag ich schon gar nicht, aber naja, Unpünktlichkeit hasse ich ja noch mehr. Sagen Sie, haben Sie vielleicht einen Herrn gesehen? Ich weiß nicht, wie er ausschaut, so ein grauer Panther nach seiner eigenen Beschreibung. Mit einer rosa Rose am Knopfloch oder am Revers? Nein, also... Also, aber ich weiß nicht, ich habe keinen solchen Herrn gesehen. Das ist doch die Konditorei Janek, nicht? Ja, Janek, ja. Ausgerechnet da hat er mich herbestellt, ich weiß auch nicht warum. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, dass Sie ihn vielleicht kennen, als Stammgast oder so. Ist überhaupt leer, das Kaffeehaus. Nein, bitte, das ist jetzt etwas leer, aber den ganzen Nachmittag war ein großer Betrieb hier. Eine ganze Gruppe von jungen Leuten waren da. Da müsste Ihnen ja ein grauer Panther ganz besonders aufgefallen sein unter lauter Jugend. Na, also bitte, lang werde ich nicht mehr auf diesen Herrn warten, weil das Warten, das hasse ich ganz besonders.
Ich bin auch 5 Minuten zu spät gekommen, aber ich habe ja meine 3 Pudel noch Gassi führen müssen. Ach so. Aber dieser sogenannte Panther, der ist schon eine Viertelstunde überfällig. Eine Viertelstunde, nein. Also. Was glaubt denn so ein Mann? Dem werde ich was erzählen, wirklich. Sie? Ja. Der Kaffee ist kalt. Oh. Ein echter Jammer, kalt. Oje, oje, naja, vielleicht hätten Sie ihm kosten sollen, wie ich ihm serviert habe, nicht? Sie haben sicher kalte Milch dazu geschüttet, habe ich recht? Na, geben Sie es zu. Die Milch muss immer kochend heiß sein. Ah, ja, sie war heiß. Ja, dann ist das Lokal zu kalt, wenn die Sachen hier alle immer so schnell abkühlen. Also bitte bringen Sie mir noch eine Melange, sehr bitte, heiß. Bitte sehr. Ich kann dann der Panther zahlen, der mich warten lässt. Und ein paar Zeitungen. Stille Post oder so. Bitte sehr. Irgendwas, wo man was über die Prominenz erfährt. Wien zur Habsburg, Krankel oder Hollywood, ist ja egal. Bitte. Nur damit die Zeit vergeht. Hier haben Sie einige stille Pöster. Danke, also wirklich, dem werde ich was erzählen, wenn er kommt. Unpünktlichkeit, da will ich das bitte hasse ich. Um alles in der Welt hast, lass die Rose drin, wenn dir dein Leben lieb hörst. Na, das ist ja eine. Und wenn du mir diese Funzen noch einmal hier in dieses Lokal hereinschickst, dann vergänge ich sie dir nämlich, weißt du? Was ist denn, wo gehst du denn hin? Ich geh hinaus, ein Stück durch die Kuchel, lass mich gehen. Lass mich gehen. Ja, pass auf. Kommt der Heidenreich doch her, komm. Komm. Die Frau Silvia. Der Schrecken, den mein Erscheinen hier überall auslöst, ist nicht gerade schmeichelhaft, Herr Doktor. Bitte um Entschuldigung, Schrecken, vielleicht habe ich mich ein bisschen in der Nuance vergriffen, aber ich muss zugeben, ich bin schon überrascht, dass Sie mir hier die Tür öffnen. Ja, ich bin gerade im Weggehen. Aber wo ist denn der Tommy? Im Badezimmer. Ja, wollen Sie nicht auf ihn warten? Nein, lassen Sie uns schön grüßen. Ich fürchte, es wird länger dauern. Haben Sie ihn eingesperrt, ha? Ich? Sagen Sie, bitte, jetzt bin ich ein bisschen nervös, weil ich kenne mich nicht mehr aus und das mag ich gar nicht, wenn ich mich nicht auskenne. Das ist ja meine Grundzeugung, Sie sagen mir sofort, gibt's Troubles? Oh ja. Aha. Oh ja. Die Dagmar hat sich im Badezimmer eingeschlossen und dann hat sie sich wieder entschlossen, den Tommy hereinzulassen. Mhm. Und jetzt ziehen sich die Waffenstillstandsverhandlungen seit 10 Minuten in die Länge. Also auf gut Wienerisch und gut Deutsch. Es gibt einen Krieg, nicht wahr? Ja, allerdings. Und zwar den hirnlosesten und blödsinnigsten und unsinnigsten. Ja, liebe Frau Silvia, das kann man von allen Kriegen behaupten, dass sie hirnlos und unsinnig sind. Und ich nehme an, dass es überhaupt in dem Fall, auch in diesem Krieg, nur Unschuldige gibt. Ja, genauso ist es. Ich hätte überhaupt nicht herkommen sollen. Nein, also ich bin gar nicht dazugekommen, dem Tommy zu sagen, warum ich da bin, was ich ihm von ihm bitten wollte. Na, also wenn wir jetzt zum dritten Mal die Wimpern davon schwimmen, ist nein, ihn nein, schon nein, weg. Nein, bitte, halt, was heißt denn das bitte? Entschuldigen Sie, lass uns den Mantel gleich hängen, ist eh wurscht. Bitte, was heißt denn das? Bitte, ich bin hier als Neutrale hereingeschneit, man kann ein bisschen vermitteln. Sie schauen sich ein bisschen jetzt Ihre Wimpern an, ne? Schauen Sie, ja. Sie haben gesagt, Sie haben noch nicht mehr mit dem Tommy geredet, warum Sie eigentlich gekommen sind. Ja, warum machen wir denn das nicht? Wir gehen jetzt beide da hinein, holen die beiden Kontrahenten heraus aus dem Bad und wenn sie nicht wollen, ja, dann werden wir also entweder untertauchen oder das Wasser auslassen. Einverstanden? Heidenreich fragen, nie verzagen. Ja. Herr Dr. Lafitte! Tommy! Tommy, dein Chef ist da! His Master's Voice! Tommy, hallo! Hier wird nicht genuschelt, du, ich möchte mit dir etwas besprechen über diesen Prozess morgen. Grüß dich. Entschuldige, ich habe auf den Argbein auch vergessen. Rain Man, was? Sag mal, wie schaust denn du aus? Das ist ja furchtbar. Warst du unter der Dusche? Nein, also ich habe so einen kleinen Disput gehabt mit der Dagmar. Tommy, bin ich da? Ja, es ist alles in Ordnung. Dagmar hat mich nur vorher ein bisschen kalt abgeduscht. Ja, na, vielleicht hast du es notwendig gehabt. Also bitte, vielleicht habe ich es notwendig gehabt, aber wenn schon ich, dann ich am wenigsten. Nehmt bitte Platz, ja? Ich wollte eh was sagen, bevor ich gehe. Ja, ich weiß, du wolltest mich um was bitten, also bitte. Ja, also, naja, vor meinem Scheidungsanwalt ist es nicht so peinlich. Also, ich wollte dich fragen, wir haben doch vor 2 Jahren, also da
habe ich dir doch sehr viele Liebesbriefe geschrieben und Zettel, nicht? Und, ja, ich erinnere mich. Die hast du ja an allen möglichen Orten und Adressen zurückgelassen, diese Botschaften. Ja, und Gedichte waren auch dabei. Gedichte? Entschuldige, was, Sie schreiben Gedichte? Ja, manchmal schon. Aber meistens waren es nur Zitate, die ich abgeschrieben habe. Ich habe halt jemanden gebraucht, mit dem ich diese Gedichte und Gefühle teilen konnte, das weißt du. Naja, ich erinnere mich, aber also, die möchtest du jetzt zurückhaben, oder wie? Nein, borgen will ich sie mir. Ich will sie nur abschreiben. Für wen? Na, für mich. Ja, weißt du, ich habe damals nämlich so eine Art Tagebuch geführt und jetzt fehlen mir die persönlichsten Seiten dazu. Und, naja, es waren so schöne Gedichte drunter, vielleicht mache ich eine literarische Sammlung. Na, auf jeden Fall, ich möchte es gern haben. Für mich. Gerne, jederzeit. Es gibt ein kleines Problem. Hm. Ich weiß gar nicht, wo ich mit der Suche anfangen soll. Hast du den kleinen Strohkoffer noch? Strohkoffer? Ah, der Strohkoffer, mit dem du zu mir gezogen bist. Ja, den hast du mir ja geschenkt. Geschenktes. Na ja, schon. Andenken für die erste Liebesnacht. Nein, komm, jetzt gehen wir nicht so ins Detail. Auf jeden Fall, ja, der ist es, den meine ich. Und da habe ich die Briefe hineingetan. Hast du ihn inzwischen benutzt? Nein, der steht am Dachboden rum und da staubt so viel. Entschuldige. Nein, er macht nichts. Man soll die Erinnerungen nicht aufwecken. Siehst du, was rauskommt, wenn man ein bisschen Staub wegblasst. Ja, rühre niemals an dem Schlaf der Welt. Ein echter alter Hebel, jetzt kommt ein echter alter Heidenreich. Du rührst an diesem Schlüssel, nämlich Dachbodenschlüssel, wirst du mir geben. Ich werde mit deiner Erlaubnis hinaufgehen, mit der Silvia, dir das Bündel Nostalgie zurückgeben. Daraufhin komme ich dann zurück und werde mir diesen Akt besprechen für morgen. Und ich schlage vor, dass du jetzt während dieser Zeit ins Bad gehst und die Tränen deiner holden Dagmar trocknest. Das ist nicht notwendig, die Tränen sind schon getrocknet. Der Einzige, der nass ist, das bin ich. Ja, vielleicht solltest du da nur mehr brausen, aber diesmal ist heiß. Du, vielen Dank, Tommy. Und wenn du die Briefe noch einmal brauchen solltest, ich gebe sie. Kannst du ruhig Zeit lassen mit dem Abschreiben, kein Problem. Versteh schon. Ich habe nur gedacht, wenn du einmal als alter Herr auf die jungen Tage der Rosen zurückblicken willst. Die jungen Tage der Rose. Ja, ist alter Herr, ist kurz. Ja. Husch, in die Dusche. Hallo, Prinzessin. Jetzt verstehe ich einiges. Ja. Wir gehen jetzt am Dachboden. Dass man das Nostalgiebindel drin sitzt von mir zurück. Eine nette Zeit hier. Sie haben ja so recht. Man kommt sich irgendwie blöd vor. Wie bestellt und nicht abgeholt. Genau so. Und da fragt man sich, hat man sowas eigentlich notwendig? Ich nicht. Da glauben Sie vielleicht ich? Aber ich schreibe morgen gleich an die Zeitung. Wie kommt man denn dazu? Wenn Sie schon solche Annoncen abdrucken, dann sollen Sie sich gefälligst vorher genau informieren, ob der Herr, der was inseriert, seriös ist oder nicht. Und 17:45 hat er Sie herbestellt? Also herbestellt bestimmt nicht. Das wäre ja noch schöner. Eingeladen hat er mich. Gebeten. Und weil ich nicht genau gewusst habe, wie ich herfinde, bin ich schon ein bisschen früher gekommen. Also, mich hat es ja nur so gerissen, wie ich Sie da reinkommen sehe bei der Tür mit der Rose. Das ist aber auch ein starkes Stück. Der glaubt vielleicht, der kann uns auslachen. Grauer Panther, dass ich nicht lach. Das wird wahrscheinlich irgendeine mickrige Maus sein. Ja. Obwohl ich zugeben muss, seine Stimme am Telefon war einigermaßen vertrauenserweckend. Ach, ich bitte Sie, am Telefon. Da kann doch jeder was vortäuschen. Da sieht man ja den Menschen nicht. Da kann ein Wolf mit Engelszungen reden. Bedienung. Ja, bitteschön. Gents, bringen bitte Sie uns noch zweimal einen Punsch, ja? Na, das geht nicht. Keine Widerrede. Ich lade Sie ein. Danke. Da sind wir wenigstens richtig geladen. Sollte der Herr doch noch auftauchen. Also, soll ich bringen zwei Punsch? Bitte sehr, die Dame, zweimal Punsch. Pavel, ich bitte dich, flichte, wenn dir dein Leben lieb ist. Sind beide so? Diese beiden Furien, die werden dich halbieren. Flichte in die Wüste der Einsamkeit. Wenn du das noch erreichst als ein Ganzer. Ich danke dir schön, ich putze mich durch die Kuchen. Ein Mann glaubt vielleicht, eine Frau steht drauf an, solche männliche Bekanntschaften zu machen. Da finde ich doch an jeder Ecke eine Wurzel.
Ja, das heißt, für mich war das Ganze ja eigentlich nur ein Jux, weil ernsthaft kommt sowas für mich überhaupt nicht in Frage. Aber ärgern tue ich mich jetzt ordentlich. Ich möchte nur noch wissen, wie der ausschaut, mit dem wir telefoniert haben. Nur das möchte ich noch wissen. Von der Wüste der Einsamkeit hat er gesprochen. Ich glaube, das war ein Bäm, dem klang nach. Nein! Ja. Also, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich ja überhaupt gleich zu Hause geblieben. Also, wo bleiben denn die zwei Punsch? Ja, sie kommen sofort. Na, Herr Pavel, sind wir neugierig? Oder sind Sie der Sherlock Holmes von der Untersteiner Gosse und beobachten? Nein, ich stehe nur da und denke nach, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja, darum, diese Haltung kenne ich nämlich gar nicht. Von wegen Nachdenken und so. Was sagen Sie, wieso, Herr Doktor, kommen Sie zu Ihnen? Es ist ein kleiner Rundgang, wissen Sie, so zwischen dem zweiten und dritten Espresso. Das mache ich öfter. Auslüften von dem Mief da drinnen. Und wenn ich dann genug Autogestank eingeatmet habe, dann freue ich mich wieder auf hinein. Wissen Sie, das ist so ein Wechselbad der Gerüche. Aber auf sowas kommt ja ein Bäm nicht. Ein Bäm kommt nicht auf sowas. Aber ein Bäm kommt auf was anderes. Ja. Wenn Sie mich auch ein bisschen beleidigen wollen, ich nehme das nicht ernst. Aber ich möchte Ihnen dafür eine Freude machen. Sie mir? Ja? Schauen Sie, ich schenke Ihnen was. Bitte. Weil heute Tag der Rose ist. Ja, davon weiß ich gar nichts. Ja, ich war im Rathaus, zufällig. Aber. Und der Bürgermeister ist dort mit dem Rau umeinander gefahren und hat so Rosen verteilt und hat gesagt, jeder, der am Tag der Rose so eine Rose hat und in die Wiener Kaffeehäuser geht, bekommt umsonst ein Getränk. Also wenn Sie hineingehen, der Frau Janik zeigen, das kriegen Sie umsonst ein Getränk. Das ist komisch, was denen im Rathaus alles einfällt. Das ist Tag des Obstes, Tag des Kindes, Tag der Milch und jetzt Tag der Rose. Also, von mir aus, wenn ich was geschenkt kriege, ist eigentlich ganz gut, dass ich mal auch ein Inländer was geschenkt kriege. Ne? Ja, weil wir kriegen die Wohnung und Sie kriegen die Rosen, meinen Sie. Ja. Stimmt zwar nicht, aber ich freue mich für Sie. Gehen Sie hinein. Alles Gute. Danke Ihnen, Herr Pavel. Danke. Guten Tag. Ich brich zusammen. Sind Sie vielleicht ein grauer Panther? Wenn Sie wollen, ja. Und sowas wie Sie? Lasst uns warten. Was glauben Sie denn, wer Sie sind? Ein Panther, der uns papieren kann? Und das schon eine Dreiviertelstunde? Sie grupft der Tiger. Und Sie haben auf mich gewartet? Ja, merken Sie sich das. Auf sowas wie Sie wartet niemand. Sie haben ein Glück, dass wir keine ordinären Damen sind. Ja. Mit uns machen Sie sowas nicht. Sie Mausdreck. Und das Taxi? Das Taxi werden Sie mir bezahlen? Von Floridsdorf bis hierher. Ja, und sonst gehe ich sofort zur Polizei. Und zwei Melange. Ja, und vier Punsch sind auch noch offen. Sie glauben doch nicht, dass wir uns wegen Ihnen den ganzen Nachmittag hinmachen lassen. Mit uns machen Sie sowas nicht. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Mit Damen umzuspringen. Zahlen! Zahlen tut der da. Also, gerade ist ein reitender Bote vom Bürgermeister gekommen. Sie soll sich das Diplom abholen. Was für ein Diplom? Im Rathaus, das Diplom des Rosenkavaliers des diesjährigen Faschings. Also, ja. Die Faschingsveranstaltung, die es überhaupt gibt. Ach, mein Kind, du warst schon immer ein bisschen bescheiden. Sag. Ich brauche ja nichts mehr, mir geht nicht das. Ob ich noch was brauche, ich kann nur sagen, ich weiß. Du weißt, wie du weißt. Aber was weiß ich, das ist aber auch. Man weiß es nicht. Aber ich weiß, dass du nichts weißt. Hat er jetzt die Rechnung zahlen müssen oder sich zahlen? Naja, die muss er zahlen. Das freut mich. Ich werde jetzt gleich bei ihm kassieren. Kassier, vielleicht hat er gar kein Geld mehr. Ich bin schon aus dem Maschinen. Herr Doktor, was haben wir gehört? Wissen Sie mal, die Rosen sind konfisziert. Das möchte ich schon haben. Zwei Punschwörter, Herr Doktor. Eine Melange und dann war ein Nussbeigel frisch aus dem Ofen. Noch ganz heiß. Das war nicht verbrannt? Nein, das war
Konditore Janek.